Hallo, ich bin Projektheld und heute zeige ich euch, wie ihr euch eine Ganganzeige an euer Motorrad reinbaut. Und zwar die von eBay, die so zwischen 30 und 40 Euro kostet, also Billigdinger, wo man bloß so einen mini kleinen Set bekommt als Anleitung, wo man nicht wirklich versteht, wie man die eigentlich verbauen soll. Und genau das Problem hatte ich auch, deswegen habe ich gesagt, ich mache diese Anleitung hier. Das Ganze zeige ich an meiner R6 RJ09. Das ist aber exakt gleich für die 05 und für die 095. Ich versuche das Ganze aber auch so allgemein zu erklären, dass man es für jedes Motorrad verstehen kann. Aber die habe ich nun mal hier, deswegen nehme ich die als Anschauungsbeispiel. Und los geht's. Dafür müssen wir erstmal jetzt die Sitzbank und den Tank entfernen, dass wir an die ganzen Kabel rankommen. So, bei der Tankdemontage ist das Ganze ein bisschen nervig. Am schlauesten ist es, wenn man ihn vorne löst und dann so nach hinten hochklappt. Das Ganze geht aber nur gut, wenn man hier vorne nicht so eine blöde Halterung für so einen Lenkungsdämpfer hat, so wie ich. Da sollte man wirklich vorsichtig sein. Ich habe in der Vergangenheit schon zweimal hier vorne den Tank so ein bisschen angekratzt. Und das sieht natürlich nicht so schön aus. Also da schön vorsichtig sein. Ansonsten gibt es einfach vorne zwei Schrauben zu lösen. Und wenn man da nichts hat, kann man einfach direkt hochklappen. Und bei mir muss ich gucken, dass ich diese Halterung vorne noch unten vom Tank abschraube. Und dann soll das Ganze auch gehen. So, die vorderen Schrauben habe ich rausgedreht, deswegen kann man den Tank jetzt schon leicht nach oben bewegen. Und um jetzt die Schrauben unten drunter lösen zu können, nehme ich so ein kleines Holzstück, was ich hier dazwischen klemme. So ist er jetzt maximal angehoben und hier unten drunter befinden sich zwei Schrauben, ungefähr hier. Die ganzen kann ich mit einem 10er Schlüssel öffnen. Eins. Bei der zweiten reicht es, wenn ich sie bloß löse und dann kann ich das ganze Teil hier ein bisschen dahinter schieben und den Lenker einschlagen, dann müsste ich dran vorbeikommen. So, als nächstes muss ich gucken, dass ich hier unten die Schläuche abstecke. Als erstes sollt ihr den Überlauf und den Entlüftungsschlauch abziehen. Dann gibt es zwei elektrische Stecker, die ihr abziehen müsst und nochmal einen dicken Schlauch. Bei der Benzinleitung hier hinten müsst ihr besonders vorsichtig sein, die sitzt nämlich relativ fest drauf und ihr solltet ihr auf keinen Fall abbrechen. So, ich habe mir jetzt doch dafür entschieden, den ganzen Tank auszubauen, weil wenn der hier so hochkant steht, dann erkennt man nicht wirklich, was ich mache. Und um das Ganze besser zu zeigen, habe ich jetzt doch ganz abgemacht. Wichtig ist, aus dem Tank kann kein Benzin rauslaufen, das bisschen Benzin, was jetzt hier ist, war einfach das, was noch in den Leitungen drin war. Das hier ist der Benzinschlauch. Hier ist der Hochdruckstecker, weil die Benzinpumpe im Kraftstofftank drin sitzt. Und den hier abzuziehen, müsst ihr die zwei Seiten reindrücken. Und das kann wirklich schwer gehen, aber da braucht ihr viel Geduld, dass euch da nichts abbricht. Genauso wie bei den anderen Sachen auch. Schön viel Geduld und dann wird das Ganze auch. So, die Ganganzeige habe ich hier vorne schon verbaut. Das macht, denke ich mal, eh jeder so, wie er es haben möchte. Und da habe ich einfach einen passenden Weg hier vorne durchgefunden, um das Kabel zu verlegen, ein paar Kabelbinder benutzt. Und ich denke mal, das kriegt auch jeder selber hin. Jetzt kommen hier die Kabel raus. Das sind einmal diese zwei Stecker. Das hat man bei einem Yamaha Moped. Dann hat man noch ein einzelnes grünes und ein einzelnes rotes. Das rote ist eigentlich das einfachste, weil das rote muss ich einfach nur an eine geschaltete Spannung anschließen. Das habe ich gemacht, indem ich das hier hinten an mein Rücklicht angeschlossen habe. Dafür sind diese mitgelieferten Kabeldiebe da. Das habe ich jetzt vorher schon getestet, das funktioniert auch. Und das Gute ist, sobald die Zündung an ist, ist hinten das Rücklicht auch mit an. Das heißt, der Motor muss nicht mal laufen und vorne die Ganganzeige läuft schon hoch. Dann habe ich die beiden Stecker. Die Stecker stecke ich an das Geschwindigkeitssignal, wo auch der Tacho seine Geschwindigkeit hernimmt. Und dieses Sensorkabel sitzt bei der Yamaha hier unten. Da kommen wir aber später noch zu, wie wir das genau richtig verbinden. Und das grüne Kabel, das ist dafür da, dass wir das an den Drehzahlsensor von dem Motorrad anschließen. Und über die Drehzahl vom Motor und über die Endgeschwindigkeit von dem Motorrad kann sich dann der Sensor selber das Übersetzungsverhältnis ausrechnen und so die Gänge einprogrammieren. Und das ist ja auch schon einfach, wie das Ganze funktioniert. Und bei anderen Motorrädern müsst ihr halt eben diese weiß, rot und schwarzes Kabel an euren Geschwindigkeitssensor mit anschließen. Und das grüne Kabel in dem Fall kommt an den Drehzahlsensor ran. Jetzt beginnen wir mal mit dem Geschwindigkeitssensor.
Das ist, wie schon vorher gesagt, dieser Stecker hier. Auf der rechten Seite vom Motorrad. Den ziehe ich einfach auseinander und kann dann die beiden Stecker jeweils einstecken und das Geschwindigkeitssignal wird einfach durchgeschleust. Das heißt, der Tacho funktioniert am Ende auch noch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr den richtigen Stecker gefunden habt, könnt ihr es ganz einfach testen. Steht ja auch in dieser billigen Anleitung drin. Ihr steckt einfach den Stecker aus und steckt noch nichts Neues an. Dann macht ihr die Zündung an und schiebt euer Moped einmal die Straße rauf und runter und guckt, ob der Tacho funktioniert. Und dann könnt ihr den Stecker auch wieder einstecken und gucken, ob dann der Tacho funktioniert. Und wenn es ausgesteckt ist und noch nicht funktioniert, dann habt ihr einen richtigen Stecker. Und dann könnt ihr einfach weitermachen. Das grüne Kabel muss jetzt auch noch verbunden werden. Und dazu brauchen wir den Kurbelwellensensor. Und der ist hier direkt in der Nähe. Nämlich hier unten versteckt er sich. Bei der 6 ist er ganz schön stramm drauf. Den ziehe ich jetzt auch mal ab. Und hier muss jetzt auch noch das Kabel angeschlossen werden. Dafür ist eigentlich auch wieder ein Kabeldieb dabei. Aber den kriege ich bei dieser Kabellänge hier nicht wirklich rein. Und das Sensorkabel möchte ich auch ungern verletzen. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, das grüne Kabel hier an den Stecker mit anzulöten. Und dafür muss ich den Stecker kurz auseinanderbauen. Da geht man einfach hier mit einem kleinen Schlitzschraubendreher rein, löst die Entriegelung und dann kann man hinten den Stecker rausziehen. Dann löte ich das Ganze dran und dann baue ich alles wieder zusammen und dann soll es auch funktionieren. So, um das Drehzahlsignal abzunehmen, nehmt ihr hier das graue Kabel aus dem Stecker raus. Dafür müsst ihr hier oben mit dem Schraubenzieher reingehen, oberhalb von dem Stecker, und so eine kleine Plastikpin nach hinten drücken. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den ganzen Stecker einfach nach unten rausziehen. So, und nachdem ihr jetzt fertig gelötet habt, das Ganze muss auch keinen Schönheitspreis gewinnen, schiebt einfach den Stecker wieder rein. So, um zu kontrollieren, ob ihr jetzt alles vorerst mal richtig angeschlossen habt, könnt ihr noch eine Sache machen, und zwar schaltet ihr die Zündung ein. Dann solltet ihr hier oben die Zahlen 6 bis 1 runterlaufen gesehen haben. Und jetzt muss ein L hier oben blinken. Das steht für Learning, weil ihr jetzt anfangen möchtet, das Ganze einzulernen. Und um jetzt zu gucken, ob ihr den Geschwindigkeitssensor richtig angeschlossen habt, könnt ihr euer Moped wieder über die Straße schieben, gucken, dass der Tacho eine Geschwindigkeit anzeigt, und oben in der Anzeige sollte so ein Kreis leuchten quasi, dass immer wieder eins von dieser 7-Segment-Anzeige immer ein Segment weiter leuchtet, und dadurch wird euch signalisiert, dass der ein Signal von dem Geschwindigkeitsgeber bekommt. Für den Drehzahlsensor gibt es leider keine Überprüfung, weil das geht erst, wenn der Motor läuft, und dass der Motor läuft, müsst ihr erst wieder einen Tank drauf bauen. Das heißt, das seht ihr erst, wenn alles wieder zusammengebaut ist. Aber bevor ihr losfahrt, solltet ihr hinten den Strom wieder abstecken oder wo auch immer ihr es dran habt. Also es ist schlau, das irgendwo zu positionieren, dass ihr es auch wieder abstecken könnt. Denn wenn ihr den Motor startet, dann blinkt das L schneller. Das zeigt, dass die Drehzahl vom Motor erkannt wird. Und dann geht ihr direkt in den Konfigurationsmodus zum Einprogrammieren von den Gängen. Aber sobald ihr losfahrt, wollt ihr noch nicht direkt programmieren, weil ihr braucht erst eine lange, gerade Straße, wo ihr auch schnell fahren könnt, wo ihr dann alle Gänge nach und nach ohne Unterbrechung durchschalten könnt. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man das nicht beim ersten Mal hinkriegt, aber ich möchte es auch gar nicht ausprobieren, weil die China-Anleitung verrät da ja nicht viel drüber. Von dem her soll es gleich beim ersten Mal klappen. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, es einfach abzustecken. Dann geht das Rücklicht zwar nicht, Bremslicht geht aber noch. Und dann kann ich so erstmal wohin fahren. Ich fahre zu der nächsten Bundesstraße hier in der Umgebung. Und dann werde ich das da kurz vor der Auffahrt, wo auch keine Ampel mehr ist, wo ich mir anhalten muss, wieder zusammenbauen, starten, losfahren, und dann werde ich da die ganze Konfiguration durchmachen. Und das Ganze zeige ich euch dann mit einer GoPro, die ich mir irgendwie vielleicht dran montiere, und dann kann ich das Ganze auch kommentieren, um euch das zu erklären. So, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich bin jetzt gerade unterwegs, Moped ein bisschen warm zu fahren und hier zur Bundesstraße hinzufahren. Da halte ich dann gleich an und stecke kurz die Kabel um.
und dann geht's schon los mit dem Kalibrieren. Hier wieder rein. Ist nicht unbedingt der beste Platz hier kurz vor der Bundesstraße anzuhalten. Vielleicht findet ihr da einen besseren Platz. Jetzt seht ihr gerade schon, wie die 1 leuchtet. Die Anzeige hat, als ich sie eingesteckt habe, natürlich wieder von 6 runtergezählt. Und jetzt sagt sie mir, ich soll den ersten Gang einlegen. Kurz auf den Verkehr achten und fahre jetzt los und fahre ungefähr mit 3000 Umdrehungen. Jetzt sagt der Nächsten, next, bitte, next, bitte. Wichtig ist, dass ihr dabei auch gut auf den Verkehr achtet und nicht zu sehr ablenken lasst. Fünfter. So, jetzt hier nochmal der Vorgang mit einem bisschen besseren Ton aufgezeichnet. Ihr fahrt los, die 1 sollte am Anfang blinken und dann wird euch, sobald ihr eingekuppelt habt und eine Weile mit ungefähr 3000 Umdrehungen gefahren seid, so ein kleines N angezeigt. Das bedeutet, dass ihr in den nächsten Gang schalten sollt und so macht ihr es dann mit den ganzen anderen Gängen natürlich auch noch. Und wenn ihr am Ende bei der 6 fertig seid, dann wird euch ein kleines O angezeigt, was dann bedeutet, dass dieser ganze Programmiervorgang over ist und somit dann quasi alles einprogrammiert ist und ihr ab jetzt die Ganganzeige nutzen könnt. So, wie man jetzt hier gleich sehen kann, funktioniert es mit der Ganganzeige auf jeden Fall wunderbar. Sobald man die Kupplung loslässt, wird direkt der Gang angezeigt. Wichtig zu verstehen ist noch, dass natürlich im Leerlauf, wenn man stehen bleibt, kein Gang angezeigt werden kann. Und auch wenn man während der Fahrt die Kupplung zieht, kann er auch nicht den richtigen Gang berechnen, weil dann die Drehzahl mit der Geschwindigkeit nicht über das Getriebe verknüpft ist und somit dann eventuell ein falscher Gang oder gar kein Gang angezeigt wird. Das Ganze liegt einfach an dem Messsystem. Falls man das auch im Stillstand haben möchte, müsste man unten an dem Schaltpedal einen Sensor verbauen. Das Ganze ist aber viel komplizierter und aufwendiger und deswegen finde ich die Lösung hier genau richtig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch bitte einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo und dann schauen wir uns das nächste Mal.